Weiter hoch geht's. Doch. Ich bin nur blind. Habe ich verstanden. 7 Schemata? Wie viele Rüstungsteile gibt es denn? Jetzt müssen ja 4 Rüstungsteile an seinem Brust, Handschuhe, Hose, Schuhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bolzen kann ich auch mal wieder anlegen. Mal gucken, was wir unterm Dach so finden. Kann ja sein, dass das Ding ganz schön schief ist. Wow. Hat sie. Achso, es geht noch höher. Irgendwas greift mich doch gleich an. Kapitänschwinde, ja, wundervoll. Das Wetter hier oben gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich kann hüpfen. Weil wenn ich jetzt komplett runterklettern muss, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Na, komm. Und. Klack. Und. Klack. Nicht noch ein. Wir sind schon da. Jetzt kann ich mal gucken. Da drüben. Da drüben. Ist das alles? Naja, werden wir herausfinden. Wir haben ja noch zu tun. Hi. So, einfach geradeaus weiter, ne? Da war ich ja schon, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Hier zum Beispiel bin ich jetzt auch gespannt, weil ich war ja jetzt schon lange nicht mehr richtig so am rumgucken in diesem Dorf hier vor der Stadt. Ob es jetzt hier irgendwas zu machen gibt. Wobei, ich muss nämlich gerade spontan an den blutigen Baron denken. Da kam ich ja dann wieder und da war ja dann Anarchie ausgebrochen. Aber es macht ja hier gar keinen Sinn, weil in der Stadt, da hatte ich ja dann, sag schon, hatte ich ja denn, dass ich einen Geleitbrief brauche, den habe ich ja von Dijkstra einfach bekommen. Da ist ja auch nicht viel passiert. Aber das war ja dann die Hauptquest und hier im Vorort, rutsch doch mal, wird wohl nichts passieren. Ich laufe mal hier so ein bisschen kreuz und quer. Hat nicht nach Regen ausgesehen. Sieht überhaupt nicht nach Regen aus. Regen ist eine Lüge. Hier ist kein Zaun. Ähnlich. Was ist denn das da? Achso. Langsamer. Und der Name? Zwerg. Emilia. Hat einen Namen. Heißen die alle Frauen Emilia oder habe ich was verpasst? Mit denen kann ich aber nicht reden. Das sind wahrscheinlich nur die, die hier auftreten, also. Die haben deswegen Namen bekommen, damit es cooler ist, aber die haben nichts. Die tun nichts zur Sache. Es können jetzt echt mal wieder aufhören zu regnen. Übrigens schön, dass hier so ein kleiner Bach lang plätschert. Ja, hier kann ich einfach, würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach hier so querfeld ein. Laufplätze! Auf die Hütte dazu. Ach, das ist die Burg, ne? Ja. War ein bisschen schwer zu erkennen. Könnte man mir ja mal recht geben. Was hier alles am Blumen rumliegt. Das ist gerade eine Quest, hä? Gelber Marker, was ist denn hier los? Das war nur eine Sonnenblume. Hätte ja sein können. Da wieder ich abgestiegen bin, nehme ich es jetzt auch mit. So, dann rechts halten. Hier quer durch den Wald muss ich nicht, also hier war ich definitiv schon. Oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ach komm, ich laufe jetzt einfach geradeaus durch. Wenn ich was sehe, sehe ich was, wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, ich war da schon, weil ich ja extra die Grenzen noch grob mit abgefertigt habe. Ja klar, hier waren noch die zwei
Nester von, wie heißen sie? Ich sag's euch gleich. Ne, Wölfe sind's nicht. Okay, die Nester sind weg, also sind hier auch keine. Wie heißen die Viecher denn? Die ich in The Witcher 2 so abgrundtief gehasst habe. Nicht so schnell, Plätze. Wie heißen sie? Wie heißen sie? Wie heißen sie? Moment. Ne, Gott sei Dank, alles gut. Dachte, ich bin hier wieder in dieser Grube, wo ich mal mit Ciri drin war und dann mit Geralt reingefallen bin und ewig nicht rausgefunden habe. Aber alles gut. Wie heißen die Viecher denn nochmal? Osten, also so heißt der Ort hier. Krabbspinnen sind es nicht. Das wüsste ich. Sind die Viecher denn nochmal? Händler. Okay, hier geht's zurück. Dann laufe ich so, so, so. So. Und dann hier rüber und so zurück. Da können Leuchtturm sein. Musste ich da nicht sogar mal wegen so der Kiste? Ich komme echt gerade nicht auf den Namen. Okay, ich gebe auf. Insektoiden. Endriagen. Ich hab sie gehasst. Hier sind sogar Pussys. Hier gibt's dafür Chorte und so, aber gut, die dicksten Viecher gibt's irgendwie immer nur. In The Witcher 1 waren es lediglich Bosse. In The Witcher 2 waren es sehr später so Mini-Bosse, aber immer noch Mini-Bosse. Und hier sind halt Quest-Bosse, also immer noch Bosse. Aber nicht mehr ganz so selten. Also Chorte haben wir jetzt schon mindestens 5 gesehen. Würde ich jetzt mal sagen. Ich wollte zu Lucians Windmühle, ne? So und dann so zurück. Ne, ich mach's anders. Ja, ich mach's anders. Heya! Laufe ich gerade richtig? Ich mit meinem Goldfisch gehören. Echt nicht schön. Sagt euch. Hier habe ich irgendwie das Gefühl, waren die Kannibalen, aber ich wahnsinnig, bin ich mir sicher. Aber irgendwie erinnert mich das gerade daran. Die Kannibalen waren ja auch noch damals in Wählen. Damals, ey. Sehr endlos langen The Witcher Let's Plays von mir. Ja, gehört zu meinen Lieblingsspielen, ist erlaubt. Da wollte ich noch hin. Ist aber auch, glaube ich, vielleicht irre ich mich, aber es könnte schlau sein, dass ich mir keine direkten Marker mache, weil ich dann noch so ein bisschen rumirre und dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr entdecke. Ist hier ein richtiger Wachturm, der noch ganz ist? Warum frage ich überhaupt? Wäre aber cool gewesen, so mitten in der Pampe, ein Wachturm mit einer einzelnen Wache. Die den beschissensten Job oder den besten Job der Welt hat. Lucians Windmühle und dann laufe ich so hoch und dann laufe ich so zurück. Und dann schwimme ich hier rüber und dann gehe ich so. Und dann lasse ich mich von den Docks teleportieren und gehe dann. Das ist nicht ganz so leicht. Ach, hier ist Estaya, okay. Ich glaube, dann mache ich erstmal hier unten weiter, weil das hat ein bisschen mehr Struktur. Wenn man so guckt. Wobei. Ich glaube, ich mache hier oben weiter, weil das hat weniger Struktur in dem Sinne. Aber es sind auch weniger Wege. Muss ich nur so ein bisschen hin und her laufen. Hier, das wird noch sehr interessant. Könnte aber DLC-Inhalt sein. Aber deswegen habe ich ihn ja extra noch nicht installiert. Ich laufe gerade falsch, richtig? Richtig. Ich wollte zu Lucians Windmühle. Wrack der fliegende Hirsch. Achso, das ist das Schiffswrack, okay. Das andere ist wahrscheinlich ein Monsternest. Ne, kann ja nicht. Auf dem Wasser kann ja kein Monsternest sein. Wäre aber auch mal was Neues. So ein Unterwassernest. So, Lucians Windmühle. Ich bin jetzt da. Dann gehen wir mal rein. Wenn die schon einen Namen hat. Wird sie doch wohl abgeschlossen sein. Guck ich mal, ob den Hintereingang hat.
offensichtlich nicht. Warum ist denn die Tür so, sieht die Tür so brüchig aus? Und kann aber nicht eingekloppt werden. Schade. Na gut, lassen wir ihm seine Windmühle, dem armen Lucian. Der kann ja auch nichts dafür. Ist auch nur ein armer Müller. Müller. War richtig. Komm schon, Plätze. Wobei es ja auch manchmal war, dass Bäcker und Müller ein und derselbe Beruf waren. Klar, wenn du dich selber. Und dann hast du noch ein Feld besessen. Du warst Autokrat. Lauf ich richtig? Noch laufe ich richtig. Hier wird es jetzt schon. Dahin lang. Ach nee, hier waren die Squared. Hey. Deck ihn ab. Dann laufen wir mal ein Stück weiter. Ich bin mich übrigens froh, dass die Squirtel nichts mehr gebacken kriegen. Scheiß Terroristen. Drückt auch schon die ganze Zeit Q. Dann kam aber sehr spät an. Bevor die nächsten kommen. Gucken wir nochmal. Erstmal kratzen. Ich bin falsch gelaufen, richtig? Richtig. Los, los! Ich wusste gar nicht, dass da noch ein Weg war. Ich sollte echt lieber auf Plötzes Navi vertrauen. Die sucht sich ihre Wege. Manchmal sucht sie sich die ja sogar über Lücken hinweg. Also versucht dann auf die nächstmögliche Straße wieder umzulenken. Ja, ich steig ja schon ab. Ich hab Plötze versenkt. Ich bin mal lieber vorsichtig. Aber da hinten ist Land, also wird hier vorne wohl. Ach nee, das Wrack ist angespült. Dann wird hier vorne wahrscheinlich wieder so ein Schmugglerschatz sein. Ja. Ach guck mal, so flaches Wasser hier. Alles cool. Alles easy. Stiefel des Ehrenvolks. Holzstiefel. Ey, looten, Digga. Da. Achso, ich muss ab. Oh. Das so absichtlich war? Also, dass es so weit fliegt, sowieso nicht, das ist mir klar. Oh! 55? 70, wow. Richtig krasser Bullshit. Und das ist schwere Rüstung. Zweimal dieselben vor allem. Nein, nicht dieselben, die gleichen. Die einen sind ein Level, ja auch kein Level, nur eine Stufe besser. Ja, well. Warum funktioniert denn das nicht? Geht nicht im Wasser anscheinend. Boah, sind die eine Menge wert. 14 Bolzen waren 400 Ohrens wert. Die hier keine Ohren sind, sondern Kronen. Das da könnte was Böses sein. Es können aber auch einfach nur Pflanzen oder Holz sein. Ich gehe aber grundsätzlich hier in diesem Spiel mal vom Schlechtesten aus. Okay, ich muss da wohl rein. Ja doch, auftauchen. Okay, alt. Okay. Das hat mir gar nicht gefallen, was ich da gerade gehört habe. Ich tippe auf, ich bin falsch. Moment, da ist die Schatztruhe.